Ausgerechnet der Bild-Zeitung habe ich zu verdanken, dass da mal uralte Kamellen wieder rausgeholt werden. Ja, das kann passieren. Und das große Triggerwort dabei war wieder mal das Bernsteinzimmer. Wundert mich eigentlich, dass beim Illuminati Card Game da keine Karte fürs Bernsteinzimmer gibt. Oder gibt es da eine? So, und da das jetzt wieder aktuell ist, habe ich gedacht, es ist jetzt auch mal an der Zeit, so da die meinigen persönlichen Erfahrungen darüber zu veröffentlichen, von dem, was ich dazu persönlich erlebt habe. Und zwar ging es bei mir los 2007. Da ist bei uns in der Umgebung, ne, es ist dafür Vorträge gewoben worden in unserer regionalen Zeitung und ein Arbeitskollege meinte da zu mir, ach, da können wir mal hingucken. Also sind wir da mal hingefahren. Und zwar, es ging ins Waldhotel, Waldidyll, glaube ich, so ein Romantikhotel in Hartenstein bei Aue-Schwarzenberg in der Nähe. Dort saßen wir in so einem Vortragsraum, da standen die Stühle noch ein bisschen anders und das Rednerpult auf der anderen Seite, aber jedenfalls hat da ein gewisser Dietmar B. Reimann Vorträge gehalten und zwar, haha, wen wundert's, übers Bernsteinzimmer. Der Dietmar B. Reimann ist, soweit ich weiß, als einziger Detektiv auf die Spur des Bernsteinzimmers gegangen. Das andere waren, soweit ich weiß oder mir habe sagen lassen, alles Journalisten oder von anderer Seite irgendwie drauf angesetzte Leute. Bei ihm war es so gewesen, dass er nach der Wende, also vor der Wende, glaube ich, als bei der NVA tätig, irgendwie auch mal Major gewesen. Und dann, ich muss erst mal nachgucken. Er ist 1947 geboren und war früher als Matrose tätig und wurde danach Pionieroffizier in der NVA. 1988 wurde aber auf eigenen Wunsch vorzeitig aus dem Militärdienst entlassen. Ja, da hat er wohl schon einen richtigen Riecher gehabt. Nach 18-jähriger Dienstzeit, so steht es hier auf Wikipedia. Der Herr Reimann bekleidete zu diesem Zeitpunkt den Rang eines Majors. Als er wieder im zivilen Leben zurück gewesen ist, hat er als Bauleiter der Universität Leipzig gearbeitet und dort Ställe für Versuchstiere repariert. Nach der Wende hat er die Beschäftigung aber verloren und auf dem Rat eines Freundes wurde der Herr Reimann Privatdetektiv. So, und es dauerte dann einige Zeit, dann kam ein ehemaliger Stasi-Mitarbeiter auf seine Detektei zu und bat ihm um Unterstützung bei der Suche nach dem Bernsteinzimmer. Und ab da hat sich der Herr Reimann professionell mit militärischem Hintergrund als Privatdetektiv auf die Spuren dessen gemacht. Damals hatte ich nicht so richtig einen Plan gehabt, wer das denn eigentlich ist oder wer das werden könnte. Das hier ist sein zweites Buch, was er rausgebracht hat. Und so euphorisch, wie wir damals gewesen sind, hier 16.09.07. Ich bat ihn drum, ein Zitat von ihm reinzuschreiben, was er während des Vortrags gesagt hatte. Er sagte original, die kriegen uns nicht klein, mich erst recht nicht. Das habe ich mir dann nicht so richtig gemerkt und ihm dann gesagt, er solle doch bitte das hier reinschreiben. Das hat er dann netterweise getan. Ja. Ganz schön harter Tobak. Ja, beim ersten Vortrag 2007 war das gewesen, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Da waren alle noch sehr euphorisch gewesen. Was mich aber wunderte, war, dass niemand außer aus der regionalen Presse davon irgendwie Bescheid wusste. Ne? Die ganzen Medien haben sich da auf irgendwelche anderen Dörfer gestürzt und andere Storys, was da damals rumgegangen sind mit Bernsteinzimmer, aber nirgendwo irgendwas über den einzigen Privatdetektiv, der sich dahinter geklemmt hat. Damals gab es auch noch keine Wikipedia-Seite über den Herrn Reimann oder sonstiges. Da war das alles, tja, aus eigener Power, so wie ich es damals beobachten konnte. Wie gesagt, ich bin da querfeldein dazugestoßen, wo es gar nicht so richtig um was es ging. Und dann, na holla die Waldfeder, geht es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr ums Bernsteinzimmer. So, die Infos, die ich damals da aufschnappen konnte, möchte ich jetzt mal so ein bisschen verkürzt wiedergeben. Und zwar ein Drittel des originalen Bernsteinzimmers ist ja schon wiedergefunden worden in der Nähe des Waldes, wo Herr Reimann eben sucht. Ja, also da, der Herr Reimann hat damals im sogenannten Poppenwald gesucht, bei Hartenstein, bei Aue-Schwarzenberg, dort in der Nähe ist es. Und
Das ist sowieso eine sehr interessante Gegend, dazu aber gleich nochmal etwas. Nee, dazu jetzt erstmal was. Das ist gar nicht mal so schlecht. Die Antwort auf die große Frage. Nach dem Leben, dem Universum und allem lautet... Es darf doch nicht wahr sein. 42. Ja. Natürlich hat es die Republik Schwarzenberg nie gegeben. Sie ist eine brillante Erfindung von Stefan Heim, die er 1984 in seinem Roman Schwarzenberg literarisch gestaltet. Er stützte sich dabei auf Ereignisse in der Amtshauptstadt Schwarzenberg, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges von den Siegern nicht besetzt wurde und 42 Tage sich selbst überlassen blieb. In dieser nicht besetzten Zone, weder von Ost noch West, war es also 42 Tage lang möglich gewesen, alles Mögliche zu machen. Ja, und wie gesagt, ein Drittel des originalen Bernsteinzimmers in der Nähe von diesem Wald in einem Keller eines Klosters gefunden wurden. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch schon gegeben, dass da etwas mehr sein könnte. So, bis jetzt haben sich die Medien immer noch nicht drüber hergemacht, bis auf demnächst, oder eigentlich schon, glaube ich, weil als ich heute nochmal geguckt habe, da ging es mir nämlich eigentlich um diesen Artikel, dass im Jahre 2012 der Poppenwald komplett abgeholzt worden ist. Auf den originalen Artikel kann ich hier irgendwie gar nicht mehr zugreifen. Ich weiß nicht, ob das jemand rausfindet, wie das funktioniert. Da waren noch Bilder gewesen. Komplett abgeholzt haben sie das Gebiet jedenfalls. Also die Spuren komplett verwischt. Es gab da bestimmte Bäume, die wir hier damals noch fotografiert haben auf dem Gelände, wo wir das zweite Mal dort gewesen sind. Als er uns vor Ort geführt hat zu der Stelle, zu diesem Eingang des Wassertunnels. Aber ja, erstmal der Reihe nach. Seine ganzen Indizien haben ihn an die Stelle dahin geführt. Es war oder ist ja jetzt immer noch ein Eingang zu einem Tunnelsystem von dem alten Bergwerk, auf welches nach dem Krieg ein Wasserturm gebaut worden ist, der eine Ringwasserversorgungsanlage versorgt hatte. Ne? So, dann ist aber nach der Wende diese Ringversorgungsanlage da nach und nach abgebaut worden und nur der Wasserturm ist drauf stehen geblieben. Hat also überhaupt keinen praktischen Nutzen mehr gehabt, außer die Wasserleitungen untereinander zu verbinden. Als der Herr Reimann mit einem Team die Jahre vorher probierte, von der Seite in den Stollen reinzubohren, ohne den Wasserturm irgendwie angehen zu müssen, kamen sie nicht sehr weit, da war ziemlich viel Gestein gewesen und dann ging es darum, den Wasserturm abreißen zu dürfen. Damals hat das Gebiet noch der Kirchengemeinde gehört, soweit ich mir das habe sagen lassen. Und da haben sie damals alle auch noch irgendwie so mitgespielt, bis es dann darum ging, den Wasserturm abzureißen. Der Herr Reimann erzählte dann bei dem zweiten Vortrag, oder waren wir sogar bei drei Vorträgen, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Jedenfalls habe ich mir gemerkt, dass die Verantwortlichen gemeint hätten, das könnte er sich niemals leisten, den Wasserturm mit allen dazugehörigen so abreißen zu lassen. Und dann hat er gebeten, dass die das mal bitte berechnen sollten. Dann kamen sie irgendwie auf 3.200 Euro oder so. Und dann hat der Herr Reimann die Welt auch nochmal verstanden, hat gemeint, ja, das könnte er schon irgendwie aus deiner Portokasse einfach so mal bezahlen. Aber im Endeffekt war dann das Schlusswort gewesen, dass das Gebiet dann ab 2000 oder bis 2012 wieder der Wismut-Firma zugesprochen wird. Und 2011 ist der Herr Reimann dann gestorben. Auf Wikipedia steht an einem Herzmuskelentzündung. In seinen Vorträgen vorher hat er aber schon öfters drüber geklagt, über Wasser in verschiedenen Körperteilen von ihm.
Ja, es kam dann ziemlich abrupt, also damit hat niemand von uns gerechnet, dass es dann so schnell vorbei ist mit ihm. Und aber die Geschichte ging ja weiter, ne? Und zwar 2012, ihr könnt euch erinnern, war dann dieses hier gewesen, dass irgendwelche Unbekannten im großen Stil das komplette Areal verwüsteten, also komplett abgeholzt haben und niemand wusste so richtig Bescheid. Und ihr seht es schon unten drunter, im September möchte sich dann das ZDF mal drüber machen. Bin mal gespannt, was ihr dann so alles veröffentlicht, welche Leute ihr dazu interviewt. Ja, das sind erstmal die Infos, die ich von hier habe. Und mal gucken, wie es dann weitergeht demnächst. Mal gucken, wer dann wirklich da ein bisschen rumbuddelt. Geht ja im Endeffekt nicht hauptsächlich ums Bernsteinzimmer, was dort liegen soll.